Herzlichen Dank für diese drei sehr spannenden Vorträge für die Session, Sebastian Gondamin. Wir hatten drei spannende Vorträge. Gut 58 hatten sich angemeldet. Rund 40, etwas über 40 Personen, Teilnehmende sind gekommen. Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Interesse. Speziellen Dank an alle Speaker, an Raphael Gadouff, Nicolas Ackermann und Fabienne Nebel. War wieder eine sehr spannende Session. Danke vor allem dir, Sebastian Gondamin, für deine Organisation. Und ja, im Hintergrund haben auch Thomas Meyer und Arja Amatucci von Centre Patronal unterstützt. Ja, falls Sie diese Session interessant gefunden haben, bleiben Sie in Kontakt. Wir kündigen Ihnen gerne weitere spannende Events an über Social Media, über unsere Webseite oder falls Sie bei uns Mitglied werden wollen, erhalten Sie unseren Newsletter. Dann noch ein kurzer Werbespot zur SGPF-Mitgliedschaft, falls Sie nicht schon Mitglied sind. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie solche Events wie hier, die GeoVision, aber auch physische Events im Frühjahr und im Herbst, falls es dann pandemiebedingt wieder möglich wird. Sie unterstützen die Nachwuchsförderung und haben die Möglichkeit, auf ein breites Netzwerk zurückzugreifen, das von nationalen Verbänden bis hin zu internationalen Organisationen reicht. Ja, auf unserer Webseite finden Sie weitere Angaben, weitere Konditionen zur Mitgliedschaft. Nun zum nächsten Programmpunkt, dem Spatial Chat. Es ist für alle, die es noch nicht kennen, es ist eine Art Videokonferenz-Software, bei dem man sich aber virtuell in einem 2D-Raum bewegen kann, mittels Drag and Drop. Und je näher Sie bei einer anderen Person sind, desto lauter hören Sie die jeweilige Person. Der große Vorteil ist, dass Diskussionen möglich werden, wie bei einem realen, fast wie bei einem realen Apero. Und ja, vom Vorgehen her, Sie können sich über Ihren Webbrowser einloggen auf dieser Webseite, über diesen Weblink, den Sie erhalten haben, Ihren Namen geben. Und in Ihrem Browser müssen Sie noch die Kamera und das Mikrofon aktivieren, damit Sie im Raum beitreten können. Genau, noch ein kurzes Bild. Der Raum sieht etwa so aus. Es gibt ein Hintergrundbild mit verschiedenen Zimmern, zu jeder Präsentation jeweils ein Zimmer, wobei die Wände nicht schalldicht sind, vielleicht etwas verwirrlich. Aber dadurch können Sie jeweils zur Präsentation, wie bei einer Posterausstellung, zur jeweiligen Präsentation sich bewegen mit Ihrem Avatar und noch weitere Fragen stellen, noch weiter diskutieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren und beim Networken, beim Apero. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Auf Wiedersehen.